Leute, was geht ab, Leute? Und hier? Ich teste jetzt Babas Döner von Massiv. Hat jetzt zwei in München aufgemacht. Ich kenne ihn schon von der Deutschland-Döner-Tour in Stuttgart und endlich auch in München. Steht From Berlin to Munich. Döner Classic 57, Kalb 8. Döner mit Gemüse Berlin-Style. Hähnchen 8,50, Kalb 9. So, ich hab ihn. Ist ein bisschen voll geworden. Klar, Hype, neu, massiv, dies, das. Wir suchen uns mal ein stilles Plätzchen. Erster Eindruck. Digga, wollen die mich verarschen? Man erkennt es nicht so im Verhältnis, aber der ist dreist klein. Also ich fahre die Woche nach Berlin. Am Samstag ist so ein Solana-Event, Geburtstagfeier. Und ich werde dort in Berlin Babas Massivdöner probieren und vergleichen. Also das Video hier wird ein München-Döner versus Berlin-Döner. Weil, Digga, was ist das, Mann? Ich habe extrem kleine Hände, ja? Das ist eine Hand von mir, Mann. Ich bin schockiert. Und das für 57. What the fuck? Digga, ihr wisst nicht, wie schockiert ich bin. Schaut mal. Schmeckt nur Brot. Mattes Brot aber. Auch wenn es so ein fettes Brot ist. Könnte schwierig werden. Bei so wenig Fleisch. Das Brot ist sehr dominant. Digga. Das ist doch reine Abzocke. Willst du mich verarschen? Das Fleisch kann gar nichts. Die Soße kommt gar nicht durch, weil das Brot so fett ist. Null Saft. Der in Stuttgart. Also einer der besten Döner auf der ganzen Tour. Der hier. Was soll das? Das war ein solider Bissen. Bisschen Soße rausgeschmeckt. Bisschen Fleisch geschmeckt. Das Fleisch ist echt nicht gut, Mann. Da ist ein bisschen Saft, okay. Habt ihr schon mal so schnell einen Döner gegessen? Alter, wir sind bei 3 Minuten oder so. Sorry, ich habe nichts Gutes über den Döner zu sagen. Nicht ein Wort. Digga, ich bin schwer enttäuscht, Mann. Schwer enttäuscht. So, Leute. Der Vergleich zu München. Wir sind jetzt in Berlin. Babas Döner. Und da haben wir ihn auch schon. Klein nach einer Laden. Gemüse, Fleisch, sah alles okay aus. Ein paar Sitzplätze.
Spieß sah genauso aus wie in München jetzt. Aber der hat mich in München nicht umgehauen. Aber hier besser. Fleischgeschmack ist am Start. Brot schön dünn und knusprig. Brot ist anders auf jeden Fall. So ist geil. Also Salat, Fleisch, Mischung ist komisch. Also es schmeckt nur Salat. Aber schon deutlich mehr Fleisch. Das Fleisch in München hat er nicht mal rausgeschaut. Ja, geschmacklich besser als München, bei weitem. Preis ist nur 6 Euro. München 7,50. Also ich würde den an sich, wäre ich in Berlin nicht nochmal essen, weil ich kenne viel besser. Aber ich bin nicht so wütend und enttäuscht wie der, wie von dem aus München. Ist akzeptabel. Jetzt, wo das ganze Gemüse ein bisschen weg ist, nur Fleisch, Soße, Brot, kommt es auf jeden Fall besser. Ist stark, stärker, sagen wir nicht mal stark. Aber der Bissen. Das ist klar. Also direkter Vergleich. Soße besser, Fleisch besser, Brot besser. Bei beiden zu viel Salat, zu wenig Fleisch, aber sonst Berlin um einiges besser. So, hinter uns. Ich bin auf jeden Fall noch sehr hungrig. Ja, keine Überraschung. Der Massivdöner in Berlin ist besser als der in München. Aber so einiges ist besser als der in München. Das grenzt an Frechheit und Scam, also wirklich. Ich habe einen Kollegen, der ist irgendwie mit dem Besitzer befreundet. Aber der Besitzer ist nicht gleich der Dönermann. Der hat irgendwie weitergegeben, dass ich mich beschwert habe und dass normalerweise nicht so wenig Fleisch drin ist. Und ich kann mal nochmal vorbeischauen. Die Sache ist aber, wenn ich nochmal vorbeischaue, dann muss ich ja sagen, hey, ich war der Typ, der sich beschwert hat, dass da so wenig drin ist. Und ich krieg den jetzt nochmal umsonst. Erstens unangenehm. Zweitens, ja, da wissen die ja, okay, dem müssen wir mehr geben. Aber das spiegelt ja nicht das wider, was sie einem 0815 Random-Typen gegeben hätten. Naja, das war's von mir, Leute. Und neu in München, Massivs Baba-Döner. Oder Babas? Wie immer liken, subscriben, kommentieren, check die Videos auf, folgt mir gerne auf Instagram und TikTok Q2. Es wird wild.